Was mich stört, ist halt die Diskrepanz zwischen dem, wie du dich mir gegenüber verhältst und wie du dich anderen Leuten gegenüber verhältst. Jetzt soll ich das wieder wiederholen. Genau, was hat er jetzt gesagt? Dass du es unfair findest, dass ich mich dir gegenüber anders verhalte als anderen Menschen gegenüber. Das tut mir leid, das begreife ich nicht, weil selbstverständlich verhalte ich mich dir gegenüber als meinem Partner anders als irgendwelchen anderen Menschen, geschweige denn einer Autowerkstatt gegenüber. Ich sehe ja jetzt, du regst dich ja jetzt auf. Ja, ich reg mich jetzt total auf. Das ist auch völlig okay. Ja. Kannst du versuchen dann, du weißt ja, du regst dich über irgendwas Bestimmtes auf. Probier mal, ob du hören kannst, was er sagt. Das ist total schwer. Ja, aber das weiß ich. Und das Interessante ist ja, dass er sagt, dass er sich nicht gehört fühlt. Das wäre jetzt auch hier der Fall gewesen. Weil du wärst schon wütend gewesen. Klar. Und das Tolle ist, wenn du es aushältst jetzt, dich selbst zu beruhigen und wirklich sagen, hast du das gerade gesagt? Da und darum geht es dir. Ne? Und wenn er dann sagt, ja, dann bist du dran. Dich, dass wir das schon abgehakt hatten, okay. Dass ich schon gesagt habe, ich kümmere mich um das Fahrrad und ich fahre auch notfalls mit der Bahn zu der anderen Werkstatt. Ich möchte wissen, ob du dich daran erinnerst. Es ist tatsächlich so, dass ich mich an den Wortlaut nicht mehr erinnern kann. Ich habe noch eine Ahnung davon, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil ich es auch teilweise auch schon verdrängt habe, weil ich auch nicht richtig dran glaube. Da bleibt mir die Sprache weg. Also einerseits weißt du nicht, ob du dich daran erinnerst. Und zum Zweiten hast du mir jetzt gesagt, ich muss jetzt echt also lachen oder heulen, dass du es nicht glaubst. In dieser Hinsicht habe ich einfach schlechte Beispiele, die schon vorher vorgefallen sind, wo ich dann auch schon gesagt habe, dass ich das nicht mehr möchte. Und ich bin danach trotzdem noch zweimal losgeschickt worden. Du hast zwar zwischendurch immer mal gesagt, ich habe da keine Lust zu und ich mache es nicht, hast es aber dann doch gemacht. Okay, das erkenne ich jetzt allerdings auch selber als meine eigene Schuld an, dass ich das dann halt zu weich dann irgendwie gehandhabt habe, um zu sagen, dass das stört mich massiv. Mir würde es sehr helfen, wenn du ganz klar sagst, das mache ich gerne. Und das mache ich nicht. Kann ich mich drauf einstellen. Ich habe da jetzt eigentlich schon nicht mehr viel zu genau. sagen. Können wir ja arbeiten. Zuhören, zusammenfassen, wiederholen und dann erst antworten. Mit dieser Technik können ungünstige Streitmuster verändert werden. Durch das wiederholte Anwenden dieser neuen Gesprächstechnik werden in der Großhirnrinde neue Synapsenwege angelegt. Umso öfter geübt wird, desto mehr festigt sich das neuronale Netzwerk. Es ist wie ein Trampelpfad, der immer breiter wird und am Ende wie eine Autobahn ausgebaut ist. Für Paare bedeutet das, wer sich auf diese am Anfang etwas beschwerliche Technik einlässt, wird am Ende mit einer neuen und konstruktiven Streitkultur belohnt, die irgendwann ganz wie von alleine läuft. Man ist sich wieder näher, es ist wieder harmonischer. Es ist nicht mehr dieses Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Ne? Ja, und das ist natürlich auch ein prima Weg, dann auch erstmal, wenn man den Stein abgegeben hat, erstmal auch wirklich an sich zu halten, erstmal Mund zu halten und zuzuhören. Tja, dann denke ich doch mal, ich wünsche mir ja, dass ihr ein bisschen übt. Ich weiß ja, wir sprechen uns wieder, wie es euch so ergangen ist. Und könnt ihr euch vorstellen, dass das, wenn ihr das macht, ja, anstrengend, aber ihr werdet immer besser, dass das was verändert zwischen euch? Ja, also das auf jeden Fall, das denke ich schon. Also auch eben im Gespräch, du hast ja gesagt, mein Gesicht, ne, ich war kurz vorm Heulen und 2 Minuten später, das so, wünsche ich mir. Ja. Also Kommunikation verbessern bedeutet oft mehr Intimität und tatsächlich auch mehr Sexualität wieder. Mhm. Ja. Ich rufe euch noch mal an. Sehr gerne. Wir hoffen, wir haben dann Gutes zu berichten.